Advent, Advent. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Lichtgeschwindigkeit, IT-soziologische Ansagen in Echtzeitbeziehung und in Holzmedien. Am Wochenende war vom Bundeswirtschaftsminister seit 7 Jahren alljährlich stattgefundener IT-Gipfel. Das wird auch ITK, Informationstechnologie und Kommunikation. Aber kurz gesagt IT, Informationstechnologie genannt. Also alles, was mit der IT-Revolution, mit Computer, Internet und Politik zu tun hat, aus Sicht des Wirtschaftsministers mit Blick auf die IT-Wirtschaft. Nun ist es nicht so, auch in der härtesten kapitalistischen Sonnenbrille nicht so, dass Wirtschaft gleich Leben, Wirtschaftsleben gleich Gesellschaft, Gesellschaft gleich Wirtschaftsprozess zu setzen ist. Sondern die Menschen gehen mit ihren menschlichen Vorstellungen voran, bestimmen den Rahmen, aha, und dann wird eine Politik gesetzt und dann in dem Rahmen der Satzung kann wirtschaften. Und so ist das jetzt hier mit der Revolution IT auch zu tun. Und das Problem ist, dass die Wirtschaft schnell ist, der Fortschritt schnell ist, die Wissenschaftler technische IT-Fortschritte produzieren wie die wilde Sau, aber die Allgemeinheit in dem trägen demokratischen Gestaltungsprinzip nicht hinterherkommt. Insofern zum Beispiel, das alte Urheberrecht passt nicht auf die neuen Anwendungen. Aber da man die neuen Anwendungen nicht kann, wird also jetzt mit dem alten Urheberrecht in den neuen IT-Anwendungen weitergemacht. Und wer davon keine Ahnung hat, der kann sozusagen keine Reformpolitik machen, er kann keine Novelle des Urheberrechts, des Copyrights, der Verwertungsrechte, all dessen machen. Immer wieder das gleiche Problem. Insofern ist auch vom Bundeswirtschaftsminister alljährlich eine solche IT-Konferenz, die jetzt am vergangenen Wochenende in München war, eine total unerlässliche und wichtige Sache. So, jetzt weise ich mal kurz darauf hin. Ich selber habe BB4E, Breitband für alle, Broadband for Everyone, das politische Konzept entworfen vor 10 Jahren, dass wir in Deutschland sozusagen den Nulltarif Maximalbreitband bis in den letzten Winkel brauchen, denn dann kann Deutschland seinen Hightech-Kulturvorsprung auch in den neuen Technologien weltweit wiederum platzieren. Wenn man also nach Wachstum ruft, dann ist das nicht unbedingt materielles Wachstum, Beschleunigung, größeres Gewicht und so weiter, sondern es kann natürlich geistiges Wachstum sein. Hier wiederum die Import-Exportfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen IT-Technologie, unserer deutschen IT-Kultur. Vorausgesetzt ist zum Beispiel diese Computer- und Internetbenutzung und da ist Deutschland ganz schlecht im Vergleich zur Weltspitze. Also, es gibt aber nur eine Spitze, die dann alle kaufen. Ja, wir kaufen in Südkorea Galaxy von Samsung und kaufen es nicht bei Siemens, weil bei Siemens vor einigen Jahren jemand gesagt hat, mit IT-Geräten kann man kein Geld verdienen. Ja, wer hätte das gedacht? Wie machen das die anderen? Also kurz, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat gestern eine Verlagsbeilage der IT-Wirtschaft, das ist natürlich Werbung, Annonce, aber es ist natürlich immer auch Information und der Bund des Breitbands und das wird eröffnet mit einem Einführungsaufsatz vom Bundeswirtschaftsminister Rösler, Vizekanzlerin der FDP. Die Aufklärung der Nutzer ist enorm wichtig, wird er hier zitiert. Die Informations- und Kommunikationstechnologien gelten als Querschnittstechnologien in Deutschland, als wichtige Innovationstreiber. Im Interview spricht Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler über den Stellenwert der IKT für die Wirtschaft, über die Zukunft des digitalen Deutschland, über das Vertrauen und Sicherheit im Netz. Ja. Und genau diese Definition, dass alles, was wir noch in Zukunft tun, immer mit IKT zu tun hat, das ist das Konzept der Piratenpartei. Und deshalb ist es völlig ungerechtfertigt, völlig daneben zu sagen, das ist eine Nischenpartei, sondern das Internet und die IT-Technologie ist revolutionär für alles.
selbst noch für die Intensivstation und für die Altenpflege. Und der Rösler hat also hier gesagt, dass sie die Breitbandkampagne, das auszubauen, was ich seit 10 Jahren fordere, dass sie das der Wirtschaft gerne überlassen wollen. Und dazu kann ich nur folgende Kritik immer wiederholen. Solange sie mit der Regulierungsbehörde Wettbewerbsvorteile der einzelnen Teilnehmer am Markt durch Investitionen, Marktvorteile zu haben, durch die Regulierung wieder gleichmachend wegregulieren, solange wird in diese Investitionsfelder nicht investiert werden, weil der investiert, will den Marktvorteil und will verdienen. Wenn man das wegreguliert, wird nicht investiert. Das ist die Dummheit hier, die auch dieser Wirtschaftsminister noch nicht kapiert hat. Und ich möchte aber nur sagen, im Neuen Deutschland von heute, da ist auch ein Artikel groß, das Neue Deutschland ist wirklich bei der begrenzten Ressource, muss ich wirklich hervorheben, bemüht, alle wichtigen Themen zu haben. Und da ist selbst so ein Artikel hier auf Seite 16, der ist dann wirklich umfassend. Er erfasst das ganze Problem. Das finde ich, muss ich wirklich loben. Katz-und-Maus-Spiel am Mekong heißt das. Und schneller im Netz. IT-Gipfel debattiert über Möglichkeiten und Kosten des Netzausbaus. Schreibt das Neue Deutschland. Aus München: Auf dem IT-Gipfel in München nehmen sich Regierung und Wirtschaft als zentrale Aufgabe den Ausbau von schnellen Internetzugängen vor. Und aber, wie gesagt, ich sehe das Regulierungsproblem und das wird immer noch nicht angefasst und tatsächlich die Regulierungsbehörde gehört zum Wirtschaftsminister, wenn ich mich nicht irre, der muss da durchdringen. Und insofern ist die Diskussion da noch nicht angekommen und die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, hier, Mittwoch, 7. Dezember, hat das Thema auch. Und zwar hier Unternehmen und Wetter, Seite 18, Frankfurter Allgemeine Zeitung von Mittwoch, dem 7. Dezember. Der Gruß vom 6. Platz. Die Bundeskanzlerin hat zum IT-Gipfel geladen. In München zeigt sich, dass das Silicon Valley weit weg ist. Timo Heeg beschreibt das Problem und auch hier kommt es auf die fragwürdige Breitbandausbaugeschichte. Und der schreibt also hier, der Gipfel findet, der nationale IT-Gipfel, zum 6. Mal statt. Wer sich am Adjektiv national stört, hat schon ein Hauptproblem dieser Veranstaltung identifiziert. Es gibt kaum eine Branche mit mehr Internationalität als die IT- und Telekommunikationsindustrie. Aber davon mag sich die Bundesregierung nicht schrecken lassen. Rund 1000 Menschen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft sind in das Messezentrum der bayerischen Landeshauptstadt gekommen, um über die IT-Zukunft zu diskutieren. In der Vergangenheit galt der IT-Gipfel beinahe als eine etwas verschämte Alibi-Veranstaltung. Und wer hätte das gedacht, die wichtigen Mitspieler, zum Beispiel Piratenpartei, Chaos Computer Club oder sowas, habe ich da nicht gesehen. Gut, aber wir werden das kritisieren und ich möchte deshalb kurz die Sache nochmal aus einem anderen Medium, Echtzeit hier, habe ich rausgezogen, Kommentare aus heise.de zu diesen tollen Errungenschaften. Dass dann auch die Wirtschaft natürlich sagt, ja, und vor allen Dingen der Wettbewerb Deutschlands ist benachteiligt wegen des unsäglichen Datenschutzes. Ja, Deutschland hat einen Klotz am Bein und so weiter. Und da haben also Leute hier reingeschrieben, das reiht sich nahtlos in die Liste weiterer Wachstumshemmnisse. Das ist ironisch, ich sage es extra, ja. Standort, Nachteil, Datenschutz, Piratenpartei. Wie? Alles Standortnachteile, ja. Wachstumshemmnisse, Arbeitszeitregelungen, Waffenkontrolle, Verbraucherschutz, Korruptionsbekämpfung, Steuerfahndung, Menschenwürde und so weiter. Hinweis, auch wenn einige dieser Hindernisse nur symbolisch sind wie Korruptionsbekämpfung, sind sie doch erwähnenswert. Mann, wie mir solche Studien auf den Keks gehen, schreibt hier der Kommentator bei Heise. Der nächste: Der hohe Datenschutzstandard soll ein Nachteil sein. Das ist weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Das ist die Basis der freiheitlichen deutschen Grundordnung.
laut unserer Verfassung und den abgeleiteten Rechten. Es gibt in Deutschland genug Firmen, auch soziale Netzwerke, die profitabel arbeiten und sehr gut angenommen werden. Es fehlt eigentlich in dieser unsäglichen Zusammenfassung der Studie nur noch der Hinweis auf die hohen Gehälter und zu wenig Zuwanderung. Hätte man vorformuliert von der Bitkom erhalten können. Also dieses sind Kommentare auf den Bericht bei heise.de online auf die IT-Tagung in München. Aufgrund der massiven Wettbewerbsverzerrungen in Deutschland durch exzessive Datenschutzregelungen hat die Bundesregierung beschlossen, die private Nutzung von Computern zu verbieten und stattdessen eine zentrale Computerinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Damit wird der private Erwerb und Betrieb von Computern, Hardware, nebst der dazugehörigen Speicherung von Daten auf lokalen Datenträgern unter Strafe gestellt. An deren Stelle soll nach den Plänen der Bundesregierung die DE-Cloud nebst dem DE-Tresor, dem zentralen lebenslangen und persönlichen Datentresor, treten. Die wirtschaftlichen Vorteile liegen, wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, in den erzielbaren Synergien. Erstens, die Durchführung der Quellen-TKÜ wird erheblich erleichtert, beziehungsweise je nach Ausgestaltung gänzlich überflüssig. Zweitens, die privaten Daten der Bürger sind vor unbefugtem Zugriff gesichert. Lediglich befugte Zugriffe, etwa für Zwecke des Marketings oder der Online-Durchsuchung, werden über eine zentrale Schnittstelle erlaubt. Drittens, die Content-Industrie erhält volle Kontrolle über ihre urheberrechtlich geschützten Werke zurück. Die Plattform wird sich durch den Verkauf von Werbung selbst tragen und ist für den Bürger bis auf die Kosten für den obligatorischen DSL-VDSL-Anschluss kostenlos. Zum Anschluss benötigen die Bürger lediglich eine zertifizierte DE-Surfstation, die nebst eingebautem HD-Receiver von ihrem Kabelnetzbetreiber im Abo bezogen werden kann. Das ist ironisch. Das ist nicht gemeint mit Breitband für alle. Ja? Also keine falschen Vorstellungen. Microsoft, Cisco, Apple, Intel. Was gibt es in Deutschland außer SAP? Nichts mehr. Und das in einem Land, das Leute wie Konrad Zuse, Hans Nixdorf und Andreas von Bechtolsheim hervorgebracht hat. Auch MP3 stammt von hier. Was war, ging ein. Was Neues kriegte man nicht zum Laufen. Und das liegt nicht an den Lohnkosten für Fachkräfte. Die sind im Silicon Valley höher als hier. Kommentar bei Heise auf die ITK-Konferenz in München vom Bundeswirtschaftsminister. Aber während in Palo Alto eine Firma wie Google als Ausgründung der Stanford University in wenigen Jahren die Branche aufrollt, diskutiert man damals in Deutschland, ob man sowas Neumodisches wie das Internet überhaupt braucht, dass es eh schon alter Vista gibt und überhaupt das ja schief gehen könnte. Eine Firma wie Apple rollt mal eben den Mobiltelefonmarkt auf, während Siemens behauptet, damit lasse sich kein Geld verdienen. Dafür blamiert sich die heimische IT-Industrie mit dem Exportschlager Maut. Zu spät, zu teuer, dafür komplett overengineered und der Staat beeindruckt die internationale Fachwelt mit Elster und D-Mail. Und ein weiterer Kommentar. Nicht mal beim Datenschutz ist man glaubwürdig. Man liefert den USA Swift und PNR-Daten frei Haus. Die eigenen LKAs setzen sich bei der Sammlung von Mobiltelefondaten über den eigenen Datenschützer hinweg, wie man gestern hier lesen konnte bei Heise. Die Finanzämter kaufen CDs mit gestohlenen Bankdaten, dafür streiten sich Datenschützer und Städte über so weltbewegende Dinge wie Like-Buttons. Wer soll das ernst nehmen? Gut, ich hoffe, Herr Philipp Rösler, Herr Dr. Philipp Rösler aus Hannover, aus Bückeburg, hier in Berlin, Wirtschaftsminister und Vizekanzler, hört sich die Lichtgeschwindigkeit hier an. Nummer 1537 am Mittwoch, dem 7. Dezember 2011 zum Thema Breitband für alle, Kritik am IT-Gipfel in München. Danke für den Aufruf.